Moinsen! Wir sind wieder auf der Tour. Es hat heute richtig geiles Frühlingswetter. 13 Grad, Sonne pur von oben. Ich bin hier schon nur noch in meinem Langarm-Shirt unterwegs, was ich gleich mal wieder kurz gemacht habe. Wir machen heute eine kleine Runde. Katzenbacher Hof. Bärensee. Bärensee und wieder zurück. Gerlinger Kopf. Gerlinger Kopf kommt noch, genau. Gerlinger Kopf. Da sind wir ja bei einer anderen Wanderung schon mal so dran vorbeigestreift. Heute gehen wir mal hoch und gucken mal, wie sich so auf 600.000 Kubik Müll so steht. Also, bis später. Freunde, wir kommen ja gerade vorbei und ich weiß nicht, ob man es hier so irgendwo sehen kann. Da hinter mir ist ein witziger Steinhaufen. Das hat uns echt interessiert, was da für ein Schild drin steckt. Da ist vom Bürgerverein hier dran geschrieben, Naturschutz, Steinhaufen so liegen lassen. Ich weiß nicht, ob hier irgendwie vielleicht irgendwelche Leute dafür sorgen wollen, dass irgendwelche Echsen oder so ein Zuhause finden. Keine Ahnung, das andere passt da ja fast nicht rein. Nee. Während ich schon wusste, es wird warm und deswegen schon nur dünnes Oberteil, hat mein werter Laufkumpan gedacht, er wird wahrscheinlich ein bisschen frösteln. Aber hat sich jetzt auch entschieden, bei 15 Grad von oben und bestem Sonnenschein die Jacke einzupacken. Sinnig. Nur haben wir beide die Sonnencreme, glaube ich, vergessen. Könnte Sonnenbrand geben heute. Aber die erste Bräune des Jahres ist auch nicht zu verachten. So, wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, naja, die ersten 5-6 Kilometer haben wir weg und gehen jetzt stramm auf den Katzenbacher Hof zu und haben schon beschlossen, sofern da der Biergarten auf hat, werden wir uns eine Hopfen-Malzschorle oder einen Weizen-Smoothie rauslassen. Mal gucken. So, Freunde, Katzenbacher Hof ist jetzt rum. Wir haben uns ein Bierchen genehmigt. Hier ist die Hölle los. Wir haben die erste Stunde rum mit 6,8 Kilometern ungefähr. Haben noch 12, 13 Kilometer bis zum Ziel. Aber jetzt erstmal aus den Massen raus. Also, weiter geht's. Griechenland echt trainieren. Ich muss. Oh, ich sollte mich zwingen. Ja, red. Ich weiß gar nicht, was ich sagen will. So, auf jeden Fall die Massentourismusgeschichte haben wir hinter uns gelassen. Jetzt sind wir wieder relativ gut allein. Man sieht zwar immer wieder Leute, aber das geht. So, mittlerweile so tolles Wetter hier im Wald. Wenn jetzt auch noch ein bisschen Grün dazu kommt, dann bin ich super glücklich. Also von daher, gucken wir mal. Wir kommen jetzt dann langsam Richtung Bärensee und Richtung Bärenschüssel. Ich denke, so 4-5 Kilometer werden es noch sein. Und dann werden wir uns da wahrscheinlich noch mal wiedersehen. Wir kommen jetzt am Max-Planck-Institut vorbei, Stuttgart. Büsenau, meine ich, müsste das sein. Hier wird geforscht, was das Zeug hält. Also ist schon ein riesen schöner Komplex hier. Alles richtig schön neu, modern. Ne? Insbesondere ja, Forschung für intelligente Systeme, Firmen, Fabriken, Automatisation, eigentlich alles, was so das Herz begehrt. Wir haben auch immer wieder Leute gesucht, aber dafür bin ich nicht ausgebildet. So, Wanderfreunde, wir haben Halbzeit. Es sind 9,8 Kilometer gelaufen, 9,6 etwas sind noch übrig. Also, bestes Wetter weiterhin. Wir sind jetzt mittlerweile, naja, ungefähr 2 Stunden unterwegs. Also, gemütlich. Weiter geht's. Freunde, wir gehen gerade vorbei am Bärenschlüssel. Auch hier ist die Hölle los. Kilometerlange Anstehschlangen an den Essen- und Getränkenständen. Der helle Wahnsinn. Also, einfach geschwind durch. Weiter geht's in Richtung Heimat. Wir sind jetzt ja, knapp 11,5, 8,5 haben wir noch, dann war's dann wieder. So, Freunde, letzter harter Anstieg des heutigen Tages. Ich schwitze und außer Puste. Wir sind jetzt auf dem Gerlinger Kopf. Das Gipfelkreuz ist hinter mir irgendwo da zu sehen. Puh, das ging wieder ganz schön ordentlich hier hoch, aber hat Spaß gemacht. Auf den kürzeren Strecken mal ein bisschen. So,
Was gibt es da noch Interessantes? Wir sind hier satte 502 Meter über Normal Null. Und ja, ich glaube, Lehrenberg ist irgendwas so um die 300, 360. Irgendwie die 360 Meter sind wir sonst normal. Viel Ausblick hat es hier nicht so wirklich. Dazu sind die Bäume rundherum ein bisschen zu hoch. Aber auf jeden Fall eine schöne Ecke. Und damit vom Gerlinger Kopf wieder runter. Das, wo wir gerade oben drauf standen, bei 500 und was war es, 12 Meter Höhe, ist eine Müllhalde ursprünglich mal gewesen. 600.000 Kubikmeter Müll hat man hier gesammelt, aufgeschüttet mit Erde und somit diesen Berg um etwa 75 Meter höher gemacht, als er ursprünglich mal war. Sehen, wie gesagt, tut man nicht wirklich was. Also das ist jetzt noch fast gut zu sehen gewesen durch die Bäume. Ups, ich hänge an einer Ranke. Und wenn hier aber alles beblättert ist, dann sieht man hier nichts mehr. So, jetzt muss ich mich aber hier konzentrieren. Hier geht es nämlich ganz schön runter auf einem schmalen Weg mit vielen Ästen und Furchen und Löchern. Hier fahren wahrscheinlich öfter mal Mountainbiker, so wie das aussieht. Also hoffen wir, dass wir nicht überfahren werden. Was sagt? Geradeaus? Ja, schon. Eigentlich da runter. Wenn man es mag. Ja, Respekt. Wir fahren langsam. War hier auch noch nie. Sieht eigentlich aus wie, weiß ich nicht, alter Steinbruch oder sowas, ne? Irgendwie. Könnte das sein. So, und wenn weder Komoot noch Garmin uns zeigt, dass es links abgeht und wir den Weg auch nicht sehen, latschen wir halt einmal durch die Botanik und irgendwie auf den richtigen Weg zu kommen. So, schon sind wir wieder auf dem richtigen Weg. Wunderbar, weiter geht's. Vor nicht allzu langer Zeit, im Januar, sind wir hier andersrum lang gelaufen, Richtung Birkenkopf. Da haben wir unsere Stadt Leonberg so im Morgentau gesehen. Jetzt sehen wir mal die Abendsonne dazu. Auch schick, ne? Noch ein bisschen ans Nebenfragen hier. So weit kann man heute nicht gucken, aber man hat eigentlich einen wirklich schönen Ausblick hier über die gesamte Tallage, wenn die Luft schön klar ist. Interessant, vielleicht auch noch als Fakt, damit wir zumindest einen auch in dieser Wanderung drin haben. Wenn ihr Nachrichten gehört habt, hat es in Sachsen mittlerweile schon erste Stufen Waldbrandgefahr. Und das im März. Liegt jetzt nicht daran, dass es so wahnsinnig warm wäre, sondern das, was ich auf der Schönberg-Wanderung, die ich euch hier oben nochmal einblende, schon mal erzählt habe. Die Wälder sind so ausgetrocknet durch die geringen Regenmassen, dass mittlerweile der Wald schon wieder so trocken ist, durch längere Zeit kein richtiger Regen, dass wir leider ja schon wieder aufpassen müssen mit Glasscherben, Kippen, was auch immer. Schmeißt es nicht weg, wenn ihr was seht, nehmt es mit. Und wenn ihr so wie ich halt auch dem Nikotin erlegen seid, dann habt ihr ja in meinem Gear-Video, ne, auch hier oben nochmal drin, schon gesehen, wie ich das mache mit dem Taschenaschenbecher, dass also da nichts an Dreck
Natur liegen bleibt und auch kein Risiko besteht, dass irgendwo ein Feuer ausbricht. So Freunde, ich bin geblendet. Die Abendsonne steht schon relativ niedrig. Deswegen drehen wir uns einfach mal so ein bisschen um, dann ist es vielleicht ein bisschen angenehmer. So, ihr wisst, wir sind wieder in einer kleinen Naturecke. Da hinten hat es schon so die ersten Häuser Leonbergs, also wird es wieder Zeit, sich zu verabschieden. Heute war es mal so eine kleine Runde. Wir haben jetzt aktuell, lasst mich nachgucken, 19,54 Kilometer und sind jetzt noch 370 Meter vom Ende der Tour entfernt, da wo der Startpunkt ist. Es sind natürlich noch ein paar Kilometer mehr insgesamt, weil zwei zu meinem Laufkumpanen und wieder zwei zurück bis nach Hause, die noch kommen, aber dann nehme ich euch wie immer nicht so mit. Ja, es war wieder eine absolut schöne Runde in erstmals richtig frühlingshaftem Wetter. Das war richtig genial. Und wie gesagt, jetzt mal nur eine kleine Runde, ein paar Minuten, die für euch dabei rausspringen. Aber vielleicht auch mal nicht schlecht, wenn das Video nicht ganz so lang ist, oder? Also, ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lasst. Da unten, natürlich, ein Abo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Das wird wahrscheinlich dann schon der Mammutmarsch 55 Kilometer in München sein. Also, ich bin raus, ich wünsche euch was.